Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr Model 3 oder Model Y fahrt und so ein bisschen neidisch auf das neue Model S mit dem Rear Display schaut, wenn ihr Kinder habt, die während eurer Langstreckenfahrten gerne mal ein bisschen Entertainment hinten hätten, ja, dann habe ich eine Lösung für euch. Das ultimative Upgrade für euer Model Y und Model 3. Ein 7,5 Zoll Display für hinten, ganz schön großer Karton. Ja, und den bauen wir heute ein bei meinem Freund Jan. Der hat ein Model Y und er hat drei Kinder, also die ideale Kombi. Das wird interessant. Kriegen wir das Ding richtig zum Laufen? Das Ganze basiert natürlich auf Android. Und ich habe am Ende des Videos natürlich auch noch einen Rabattcode für euch, wo ihr, wenn ihr euch dafür interessiert, dieses Teil für sage und schreibe 22% Rabatt bekommt. Also wird mega spannend, unbedingt dranbleiben. Ja, jetzt sind wir bei Jan im Auto, sein schönes Model Y. Vielleicht erinnert ihr euch, vor 2 Jahren haben wir das, glaube ich, zusammen abgeholt. Oder was? Anderthalb Jahre. Februar letzten Jahres. Da haben wir das zusammen abgeholt, da gibt es auch ein Video drüber, kann ich euch ja mal hier oben verlinken. Und jetzt wollen wir bei dir was einbauen. Jan, ich habe dir was mitgebracht. Schau dir das an. Ein 7,5 Zoll Rear Display. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was seine Kinder dazu sagen. Und ich bin gespannt, ob wir das hier zum Laufen kriegen. Wenn es läuft. Ja, wenn es läuft. Also es wird garantiert laufen. Der Karton ist ziemlich groß, aber er ist gar nicht so schwer. Man kann fast meinen, dass er leer ist. Und jetzt packen wir ihn erstmal aus. Das Ganze ist übrigens vom Shop TL Yard. Und ich habe am Ende des Videos noch einen Rabattcode für euch, falls ihr sowas auch haben wollt. Also vorausgesetzt, wir kriegen es zum Laufen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Okay. Das Gute dabei ist, das ist jetzt hier schon die dritte Generation von diesem Rear Display. Und hier ist im Prinzip eine eigene Lüftungsführung dabei für diese Lüftungsschlitze. Dass auch der Wind, also die Kühle oder die Belüftung, richtig gut durchkommt. Und es gibt die Version 2 und die Version 1. Da war das Display erstens kleiner und zweitens auch die Lüftungsauslässe waren nicht so optimal gestaltet und auch schon gar nicht hier mit so einer extra Durchführung. Und das haben sie jetzt hier geändert. Da bin ich gespannt. Und hier haben wir eine Blende, das ist natürlich dann für das Display. Dann haben wir hier das Display selbst, 7,5 Zoll groß, wie gesagt. Und was haben wir noch? Genau, natürlich Kabel. Und last but not least haben wir einmal genau die Blende für die Lüftung, also das ersetzt quasi hier unten das Teil. Das wird durch dieses ersetzt. Hier haben wir auch die USB-Durchführung. Das muss man eben auspacken. Dann sieht man das ganz gut. Hier ist die USB-Durchführung, aber hier sind keine USB-Slots drin. Das heißt, die hier, die müssen wir ausbauen und hier einbauen. Das ist das Einzige, was hier vielleicht ein bisschen kompliziert ist. Ja, dann legen wir mal los. Ja, zum Vergleich übrigens, 7,5 Zoll Model Y, das neue, was wir einbauen. Und das ist das Original vom Model S. Ich glaube, das hat 12 Zoll, zumindest doch deutlich größer. Ist ein anderer Schnack. Aber hey, das Model Y ist ja auch ein kleineres Auto, also passt schon. Ja, als erstes müssen wir das hier abziehen. Das kann man so nach vorne wegziehen. Da sind so Klipse drin, da muss man am besten mit den Fingern... Seht ihr? So geht es raus. Und hier ist ein Kabel dran. Das ist natürlich hier USB-Steuerung. Das muss ab und das machen wir natürlich nicht, solange der Wagen an ist. Deswegen müssen wir den Wagen erstmal ausschalten. Und dazu gehen wir dann hier ins Menü auf dem Display. Das ist unter Sicherheit und dann gehen wir hier auf Ausschalten. Ja, so, jetzt schaltet er sich aus. Und solange wir den Vordersitz nicht belasten, bleibt eigentlich auch raus. Also Jan, nicht vorne drauf setzen. Ja, und das ist die USB-Einheit und die müssen wir gleich mal abschrauben, dass wir die hier wieder rankriegen. Nee, hier muss sie rein, hier muss sie rein, in das Teil. Ja, das ist der fummeligste Teil hier. Wir haben hier 2 Schrauben gehabt, das waren diese. Die haben wir rausgedreht. Dazu brauchst du so einen kleinen Imbusschlüssel. Die tue ich mal hier unten hin, dass sie nicht verloren gehen. Und dann haben wir hier ja dieses USB, die USB-Platine. Und hier sind ganz kleine Klipse.
Also die kann man ganz schlecht sehen. Und die muss man mit dem Schraubenzieher so ein bisschen nach vorne drücken. Das ist wirklich fummelig. Dann macht man das am besten zu zweit. Also man braucht eigentlich 4 Hände dazu. Und dann kann man das hier so rausnehmen. Ja, das sieht total einfach aus, Leute. Aber das war ein bisschen fummelig. Also hier sieht man die Klipse. Hier, diese Dinger. Das sind die 4. Die muss man so ein bisschen nach vorne drücken. Und dann rastet es raus und dann kann man das hochziehen. So, und jetzt haben wir hier die USB-Platine. Da sind 2 Kreuzschlitzschrauben, glaube ich, ist es. Und die, oder das sind auch Immos, muss man sehen. Und die muss man lösen. Und dann haben wir das Gröbste schon geschafft. So sieht's aus. Und jetzt kommt es hier rein, aber damit warten wir noch, denn wir müssen erstmal das hier abmachen. Kann man das eigentlich? Schon klack gemacht. So. Zack. Und schon ist es ab. Ja, dann müssen wir das hier noch abmachen. Und um das abzuziehen, müssen wir noch ein paar Schrauben lösen. Hier unten sind noch 2. Die machen wir ab. So. Damit kann man das wahrscheinlich schon fast abziehen. Und wir müssen nachher noch diese Schraube lösen, weil hier wird sozusagen die neue Abdeckeinheit dann mit festgeschraubt. Das machen wir mal eben. Und jetzt müsste man das hier eigentlich abziehen können. Ja, schon gesagt, getan. Schon ist es ab. Und das wird im Prinzip dann hierdurch ersetzt. Ne? Und dazu muss dann aber die USB-Einheit hier rein. Das machen wir gleich. Als erstes machen wir jetzt dieses Y-Kabel hier rein, denn da hängt sich ja das Display in den CAN-Bus rein. Und jetzt fangen wir mal an zu gucken, was wir für Kabel hier haben. Genau, da haben wir hier das Y-Kabel. Das kommt dann da rein und das müssen wir dann hier hochführen zum Display. Und jetzt würde ich sagen, klemmen wir das erstmal dazwischen. Dazu lösen wir hier diesen kleinen Clip. Kann das dann abziehen. Zack, schon geschehen. Dann kommt das da wieder rein. So, das wäre schon mal geschafft. Jetzt hoffe ich, dass wir das irgendwann alles wieder zukriegen. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, nächster Punkt in der To-Do-Liste ist, die USB-Einheit hier wieder reinzuschrauben. Dazu haben wir halt hier diese dieses Lüftungsteil, was hier unten rankommt. Und hier muss das USB-Teil rein. Dazu würde ich sagen, wir klipsen erstmal das Kabel hier wieder ran. Denn sonst kann man das nämlich schlecht drunter klipsen, wenn es einmal verschraubt ist. So, es ist dran. Und jetzt stecken wir das hier rein. Da sieht man die USB-Ports. Da gucken sie raus. Und jetzt wird das verschraubt. Und wir haben hier ein paar Schrauben mitgeliefert und ja, die sind dafür da. Nicht zu fest knallen, ne? Denn nach fest kommt lose, wisst ihr ja. Aber das sieht gut aus. Wir haben ja noch so ein schwarzes Kästchen mitgeliefert bekommen. Das muss man hiermit verklipsen. Machen wir das doch mal. Sitzt. So, das wird hier irgendwo mit verbaut. Ja, eine Unschönheit, die wir gerade festgestellt haben, ist, dass bei dem neuen Unterteil hier die Klipse nicht dabei waren ab Werk. Da waren im Prinzip nur diese nackten Plastiknasen. Und die Klipse hier, die mussten wir recyceln vom Originalteil. Wir brauchen aber nur 4 Stück. Die kann man so abhebeln. Das haben wir gemacht. Und dann kann man die hier wieder draufstecken. Und dann sitzt es wieder. Ja, als nächstes verbauen wir hier die Lüftungsführung. Das ist relativ einfach. Da gibt es auch hier 2 Klipse. Das kann man hier im Prinzip nur so reinschieben. Ja, und dann rastet das hier in die Klipse ein. Und jetzt kann man hier die Schraube wieder reinschrauben, die wir vorher rausgeschraubt haben. Damit wird das fixiert. Passt. So langsam wird es ernst. Jetzt haben wir das Display hier mit der Lüftungseinheit verbunden. Hier auch mit diesem Clip. Dann haben wir jetzt noch das hier, was wir verbinden müssen. Das machen wir jetzt. So, das muss hier reinrasten. So, und jetzt wird es aber langsam Zeit, dass wir das ganze Ding hier mal verbauen.
So, das ist ein bisschen fummelig jetzt, ne? Es hat Klack gemacht. Ja, also es war ein wenig fummelig, muss ich zugeben. Aber das sieht doch bis jetzt schon ganz gut aus. Das sind die Kabel, die man für den Sitz vielleicht noch braucht. So, und jetzt können wir den Monitor anschließen. Der sitzt dann ja am Ende. Ich das mal hier reinstopfe, sieht es ja so aus, dass der so drauf sitzt. Dazu müssen wir dann das Kabel hier noch ein bisschen verstauen. Aber erstmal hier dieses Kabel anschließen. So. Dann kommt das hier rein. Hat auch Klack gemacht. Das ist schon verbunden. Damit hätten wir das. Jetzt müssen wir das hier noch so ein bisschen verstauen, dass wir den Monitor hier auch richtig reinkriegen. Das bedeutet ja, am Ende sitzt es so. Und das rastet dann hier rein. Das kann ich ja mal machen. Und jetzt kann es auch schon verschraubt werden. So, das Ding sitzt. Und ich würde sagen, jetzt ist es mal Zeit für eine Funktionsprobe. Bevor wir das alles wieder zumachen, wäre es ja schön, wenn er wenigstens mal booten würde. So, gucken wir, ob die Lüftung geht. Und siehe da, Lüftung geht und der Screen bootet, Leute. Was wir nicht gemacht haben, ist die Steuerung für den Beifahrersitz. Dazu wären hier noch Kabel nötig. Das wären dann diese hier unten. Die lassen wir erstmal aus. Das kann der Jan dann, wenn er möchte, dass seine Kinder ständig den Beifahrersitz hin und her fahren, selber noch anschließen. Ich würde es erstmal nicht empfehlen, aber wie gesagt, ich lasse die Kabel hier. Ich würde sagen, es funktioniert. Schutzfolie ist auch noch drauf. Und jetzt haben wir noch zwei Schritte zu tun, nämlich diese Abdeckkappe hier für vorne. Und wir müssen das Ganze hier unten noch wieder reinfriemeln, dass wir das hier wieder dran kriegen. Eingerastet. Eingerastet. So. Dann als letztes ziehen wir jetzt doch noch mal, oder besser gesagt, das darf der Jan machen. Tada! Und da ist noch eine zweite Schutzfolie drauf. Die ziehen wir aber erst ab, wenn das Display, also wenn diese Kappe drauf ist. Ich glaube, das passt dann gerade so. Doppelt genäht hält besser. So, hier sind Klipse dran, komischerweise. Und die werden einfach nur so hier so reingesteckt. Und dann rastet es ein. Na, ist das nicht toll? Das sieht doch aus, als müsste das so. Also ich bin echt begeistert. Und jetzt, Jan, darfst du die zweite Schutzfolie abziehen. Da, 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 da. Wir haben ein funktionierendes Rear-Display. Ja, welche Funktion haben wir jetzt hier auf dem Display? Natürlich haben wir hier die ganze Belüftungssteuerung. Wir können hier also die Lüftergeschwindigkeit einstellen. Wir können hier die Temperatur einstellen. Wir können hier natürlich auf Automatik stellen und das Ganze auch natürlich ausschalten. Das heißt, wenn es den Kindern hinten zieht, können sie die Lüftung hier hinten einfach auch ausschalten. Dann haben wir hier die Sitzheizungssteuerung. Da kann man die Sitzheizung für alle drei Sitze getrennt steuern. So. Und man könnte theoretisch auch die Beifahrersitzverstellung anschließen. Das haben wir im Moment nicht gemacht. Aber vielleicht macht das der Jan ja noch, wenn er Bock drauf hat, dass seine Kinder ständig den Beifahrersitz verstellen. Dann haben wir hier noch eine Radiosteuerung, laut, leise und so weiter. Dann haben wir hier noch Musikplayer, wo man Musik vom Handy streamen kann oder eben auch auf diese Speicherkarte laden kann. Wie gesagt, 64 GB RAM hat dieses Display. Dann haben wir hier die App-Liste, wo man sich über den Play Store Apps installieren kann. Also ganz normale Android-Apps. Und am Ende haben wir noch eine Shortcut-Liste für YouTube, Netflix, TikTok und Local Video. Ich persönlich finde es schön, wenn das Display schwarz ist, also im Dark Mode, dann sieht es so aus. Gefällt mir optisch irgendwie besser, ist aber natürlich Geschmackssache, müsst ihr selber wissen, aber das sieht einfach viel cooler aus hier. Mal gucken, was die Kinder dazu sagen. Ja, das war also der zugegebenermaßen nicht ganz einfache Einbau vom 7,5 Zoll Rear Display beim Model Y. Das Ganze gibt es natürlich auch fürs Model 3. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr euch diesen Einbau selber auch zutraut, dann findet ihr den Link zu diesem Display bei mir unten in der Videobeschreibung.
Und da ist auch ein Code dabei, mit dem ihr 22% Rabatt auf den Kaufpreis bekommt. Und damit wird das doch richtig interessant. Was auch interessant ist, besser als beim Model S, hier kann man den Ton auf Bluetooth-Kopfhörer streamen. Beim Model S muss man den Ton über die Lautsprecher laufen lassen. Das ist hier viel besser. Was, glaube ich, noch nicht geht, bei Android sowieso, glaube ich, gar nicht, dass man mehrere Kopfhörer gleichzeitig anschließen kann. Aber so ist ja zumindest auch schon mal richtig cool. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.